hast den Gefangenen befreit. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, ich lass dich mal am Leben. Was bei allen Göttern willst du von mir? Zeig mir die Sachen. Ja. Ich muss mir schon mal ein paar Sachen verkaufen. Ah ja, ist mir wirklich viel Zeug dabei. Hier kann man auch mal ordentlich verkaufen, aber man hat nie im Leben so viel. Okay. Hä, ich hab gedacht, ich kann dem. Warte, das war doch dem hier, wo ich die Perle klauen kann. Ich hab die Stiefel, ich hab. Das Hemd habe ich. Ah, faktisch, ich hab die doch schon längst verkauft, oder? Ja, gut, ich hab gar nichts mehr davon. Also kann ich mir das eigentlich sparen und gucke, dass es morgen wird. Und dann unterhalte ich mich mal mit ein paar von denen. Hier gibt's auch nichts, hier gibt's halt ein paar Ratte. Hier gibt's halt meine Schlafgelegenheit, ich glaub's nicht. Na ja, gut, die Sonne geht gerade auf. So, wie viel Gold hier mit, den sag ich gerade. 3700 auch schon wieder. So, gehe ich jetzt mal nach oben. Ah, gut, ist auch keine. Oh, die ist auch saftig verschlossen, hey. Deck mich fett. Also 60 Verschluss und 30 kann ich, das ist halt echt hart. So eine normale Wache. Egal, ich bin jetzt mal bis zum Mittag. Egal, was die jetzt hier zu sagen haben. Ich merke sofort, wenn das ist ja unerhört. Genau, sicher so. Pass bloß auf. Ja, geh weg. So. Mal gehen. So, hier gibt's nichts mehr zum Klauen. Das heißt also ein bisschen, naja. Warte, bis die faule Säcke endlich aufsteht. Die pennen immer noch alle. Aufstehen! Er weckt mich. Verschwinde! Also, okay, bis du hier aufstehst. Hör mal. Ich sag's dir einmal im Guten. Sprech die Sklaven nicht an, du hältst dir nur von der Arbeit ab. Wenn ich noch einmal sehe, wie du mit einem der Sklaven quatscht, versohl ich dir den Arsch, klar? Ich rede mit wem ich will. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du anders darüber denken. Na komm doch her. Komm her. Hey, der kann ja gar nichts. Komm. Keine Chance, der Typ. Du wirst gewinnen. Ach, was? Komm schon. Warum schlägst du nicht? Auf jeden Fall stecke ich nachher mein ganzes Geld in Sportkampftechnik, dass ich zumindest mal kontern kann und so weiter. Okay, kann ich mit denen reden? Ah, Pedro mag mich wohl auch nicht mehr so ganz. Raus hier! Raus! Okay, mit dem. Mit dem kann ich erst labern, wenn er draußen steht. Klaust, gibt's schon Ärger. Ja, ist ja gut. Jetzt macht mal hin, ich habe ja schließlich nicht ewig Zeit. Okay, das stört der. Naja. Ist jetzt eigentlich der Chef wieder oben? Also. Ich bin noch nicht gut genug. Ah, verflucht. Zeig mir dein Angebot. So, und so, was gibt's denn bei dem so? Gott, ist ja alles abartig teuer. Pff, das ist echt. Vor allem Rubin, das ist auch echt. Hab ich sowas. Okay. Bei dem Taschendiebstahl, das lohnt sich sicherlich auch. So, steht ihr jetzt endlich draußen oder hockt ihr jetzt immer noch voll in eurem eurer schwule Baracke rum? Die Fuego rückt mein Gold nicht raus. Und was hab ich damit zu tun? Du gibst mir jetzt meine 100 Goldstücke. Hör mal, ich hab dir schon 100 Goldstücke aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Nicht nur, weil ich die Sache loswerden wollte, sondern auch, weil du, als du hier ankamst, nichts hattest und ich dich ein bisschen unterstützen wollte.
Wenn du jetzt ein Problem mit Di Fuego hast, komm bitte damit nicht zu mir. Du begibst dich in die Welt des Schmerzes? Bei den Göttern. Hier hast du dein verdammtes Gold. Und jetzt gib endlich Ruhe. Einschüchtern ist eigentlich nicht schlecht, um das kann. Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Endlich. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Ach, na also, Konterbran, schwere Angriffe. Wie geht die Konterattacke? Muss ich zuerst die Konterbran... Oh, das ist alles ganz schön teuer. Ich will schwere Konterangriffe ausführen können. Ich will schneller... Was? Ich will schnell besser mit dem Degen. Wie werde ich schnell besser mit dem Degen jetzt? Ich will den Degen richtig beherrschen. Ah, okay, ist dann natürlich Stichwaffe nur. Ach so. Okay, das geht dann nur auf Stichwaffe. Jetzt mal erstmal Konterparade. Bring mir die Konterparade bei. Anstatt Angriffe einfach nur zu blocken, solltest du die gegnerische Waffe zur Seite schlagen. Halte deine Klinge tiefer und reiße sie erst im letzten Moment hoch. Dadurch solltest du genug Schwung haben, die Waffe zur Seite zu schlagen. Das ist natürlich risikoreich und erfordert ein gutes Zeitgefühl. Okay. Also immer erst blocke, wenn er wirklich kurz davor ist, mich anzugreifen. Ich will schwere Angriffe beherrschen. Für einen schweren Angriff mit dem Degen braucht es Präzision und Schnelligkeit. Konzentriere dich auf deinen Körper und baue langsam Spannung auf. Sobald du die Lücke siehst, stößt du zu. Schnell und zielstrebig musst du sein. Okay. Eine Konterattacke wäre natürlich auch noch das... Gut, auch nicht schlecht. Oder ich gehe jetzt wirklich auf Stichwaffe. Moment, da will ich ja schon mal kurz gucken. Ich muss weiter. So, und zwar Charakter, Talente. Gut, es ist ja aktuell schließlich eine Stichwaffe, wo ich jetzt gerade benutze. Ja, definitiv. Also ist das gar nicht mal so verkehrt, wenn ich jetzt vielleicht... Wenn ich mich jetzt wirklich auf Stichwaffe trainiere. Mal gucken. Ich speichere jetzt davor mal. Mach jetzt erstmal einen Übungskampf gegen den. Lass uns trainieren. Meinetwegen. Ein bisschen Übung kann nicht schaden. Ja, na komm. Los da! Zeig's ihm! Komm doch her! Was passiert da gerade? Das funktioniert kein Meter. Zeig's ihm! Boah, aber schwerer Angriff, der sitzt. Weiter so! Konterparade, wenn ein Gegner angreift. Ah, okay. Komm schon. Komm, 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 komm. Warum schlägst du nicht? Ah, okay, dann blockt er ihn ordentlich. So, und jetzt hat auch der keine Chance mehr. Komm wieder hoch. Ich rüste jetzt wirklich auch meine Stichwaffe noch voll auf. Aber nächstes Mal gewinne ich. Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. So, und so hier mit dem Degen. So gut bin ich auch nicht. Ja, ich musste erst hier. Wie werde ich schnell besser mit dem Degen? Ein fester Griff ist wichtig. Der Degen ist eine schnelle und vor allem elegante Waffe. Um den Gegner zu verwunden, brauchst du keine große Kraft, sondern vor allem Geschick und Schnelligkeit. Benutze dein Handgelenk. Dann kannst du im letzten Augenblick noch die Stoßrichtung ändern oder die Waffe des Gegners an deiner abgleiten lassen. Okay, gelernt Stichwaffen 1. Genau das wollte ich. Ich will den Degen richtig beherrschen. Ich sagte ja bereits, ein fester Griff ist wichtig. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass du ein lockeres Handgelenk behältst. Nur so wirst du die nötige Eleganz im Umgang mit dem Degen erlangen. Wenn du das kannst und danach noch besser werden willst, musst du einen wahren Schwertmeister finden. Okay, nicht genau, das ist es. Eine schwere Kundenparade kann ich ja schon nicht Klinge auf 8 haben, ist natürlich... Ich muss weiter. So, wie viel habe ich das jetzt gekriegt? Boah, Stichwaffen 50. Was ist denn das Talentstichwaffen? Erhöht den Schaden von Degen und Nahkampfwaffen und Musketen mit Bajonett. Das ist echt nicht übel. Leck mich fett. Jetzt kann ich natürlich hier aber. Konterparade, Starkangriff, Stichwaffen 1, 2. Es geht doch bis 3. Ja, Stichwaffen 3 und erhöht das Talent um 15 Punkte. Was gibt's da noch als Gegenangriff gesagt? Du kannst nach einer erfolgreichen Konterparade direkt einen unparierten Gegenangriff starten, der ist nicht schlecht.
Schmied könnte man mal nur lernen, in dem Fall. Schwerer Gegenangriff. Deine Gegenangriffe verursachen erheblich mehr Schaden, ist nicht schlecht. Und Schwertmeister. All deine Nahkampfangriffe verursachen deutlich mehr Schaden. Okay, das ist natürlich mit Abstandsbeste. Da brauche ich aber Klingen auf 10. Also, wird ab sofort nur noch Klinge hochmachen. Vielleicht ab und an mal Härte. So. Und zwar wandere ich jetzt hier noch ein bisschen rum. Gucke hier noch gerade bei den Sklaven vorbei. Hey, hat sich gerade wieder so ein Baum transformiert. Das hat doch geheißen, nach dem Patch gibt es das nämlich. Naja. Was willst du tun? Was willst du tun? Und hier gibt es natürlich auch noch Höhle und so weiter, wo ich noch nicht habe. Cool wäre auch. Also, wenn die Dinge umfallen, das klingt, als ob man einen Stein fallen lässt. Zing, bom, zing, bom. Naja. Gut, das hier sind alles normale Arbeiter. Ich kann nur mit dem hier reden. Ich habe deine Brüder im Dschungel getroffen. Und du lebst noch? Das heißt, sie sind tot. So ist das. Es gab keinen anderen Weg mehr für sie. Sie waren in den Gräbern. Sie mussten versuchen, dich zu töten. Sonst wäre der Zorn der Ahnen über sie gekommen. Genau. Was? Lass mich bloß in Ruhe. Von mir aus. Ist was? Nö, niemals. Mehr ist nicht zu holen. 15 Gold ist natürlich... Oh, ich schleich mal rein, hier gibt's nicht diese Kiste, die ich knacken kann. Und zwar muss ich jetzt mal gucken, ob ich, dass ich jetzt wieder an Gold komme. Weil man das hier, Grog, Trank der Ehrfurcht, Schrotkugeln und Gold. Okay. Mach das nicht nochmal! Ja, ist ja gut. So, hier hinten gab's ja nichts mehr, hier waren wir ja schon mal. Und ist Jack's Turm. Da gab es, soweit ich weiß, auch nichts mehr. Da ist das wirklich einzigste, was mir jetzt noch einfällt. Ja, und zwar hier dahinter der Tempel. Da holen wir uns hier mal kurz was zu futtern davor. So, wunderbar. Und zwar hier sind wir ja letztes Mal kläglich nach Sekunden gestorben. Wenn natürlich gegen die Krieger noch keine Chance hattet, keine Ausrüstung, kein ordentliches Schwert. Blocken konnte man gleich zweimal nicht. Hier sind, soweit ich das noch weiß, müsste zwei hier drin sein. Oder? Ja, genau. Und gleich mal kriege ich einen Speer aufs Maul. Wunderbar. Boah, ich muss den wirklich genau dann blocken. Boah, die haut mich da ganz schön rein, muss ich echt sagen, du. Das kann man gucken, wie gut ich mich gegen den hier durchsetzen kann. Komm, greif mich an. Boah, das ist echt eine Mods-Timing-Frage. Hey, das macht's. Ah, perfekt. Ich habe mich unterm Schlag durchduckt. Ah, langsam klappt's. Okay, und dann kann er sich auch nicht mehr groß erwehren. Das ist natürlich wunderbar. Ich sehe hier wieder einen Schalter. So, vielleicht. Oh nein. Nein. Komm. Okay, dieses Wegducken funktioniert natürlich nur bei menschlichen Gegnern, die mit dem Schwert und so auf mich losgehen. Bei sowas funktioniert natürlich nur locker abwarten, draufhauen. Gut, ich muss sagen, jetzt das mit dem Schwert-Upgrade. Ich hau die ganz schön weg, du. Die haben ja keine Chance mehr. So, ich sehe wieder ein Idol. Naja, vielleicht geht da vorne jetzt die Tür auf. So, was ist denn das? Ein Schurkenring. Geisteressenz, oder was noch? Geisteressenz und Gold, okay. Narrenkappe, klasse. Okay, vielleicht ist jetzt dann vorne links. Oh. Das war knapp. Und da unten steht schon wieder ein Ghoul. Okay, mal gucken. Hier ging noch nichts auf. Okay, dann mache ich hier mal eine ordentliche Speicherung. Ich stelle mal kurz hier hin. So. Denn, bevor ich da runtergehe, mache ich noch eine kleine Aufnahmepause.
Und ja, sieht ja scheiße aus. So, machen wir eine kleine Aufnahmepause und ja, würde ich sagen, sieht man sich in der nächsten Aufnahme. Also, ja, bis dann.